Das Haus des Vogts. Ab dem 12. Jahrhundert ging die Herrschaft Morchingen in den Besitz der Grafen von Salm, später der Rhingraves und der Helmstadt über. Sie wurde von einem Vogt verwaltet, auch Vorvogt genannt. Letzterer übte vor allem Gerechtigkeit für den Herrn aus und verwaltete seinen Besitz während seiner Abwesenheit. Es ist gegen Anfang des 15. Jahrhunderts, dass das Haus des Bali gebaut wurde, um die Tätigkeit des Vertreters des Grafen von Morchingen zu beherbergen. In 1632 Jahrgang in einer Patrone an der Fassade, wird das Gebäude nach Osten und in der Höhe durch Hinzufügen einer Etage erweitert. Der Legende nach soll es einen Henker gegeben haben, der im großen Keller des Hauses zum Tode Verurteilte hinrichtete. Nach der Revolution wurde das Gebäude zu einer Gendarmerie und dann zu einem Bauernhof. Im Jahr 1953 kaufte der Verein Morhongjoase Education Culture das Haus, um es zu restaurieren und es zu einem Ort der Kultur zu machen, indem er zunächst das Haus der Jugend und der Kultur- und Pfadfindergruppen beherbergte und heute zu einem Ausstellungsort und zur Förderung der Kultur bei den Morhangern und den Einwohnern der Region wird. Das Maison du Bali hat sogar internationale Ausstrahlung auf einer großen Ausstellung wie dem Internationale Ausstellung für Gravur in Morchingen. Das Gebäude ist seit 1993 in das ergänzende Inventar der historischen Denkmäler eingetragen und wird nach und nach von den Freiwilligen des Vereins restauriert. In der Nähe der Kirche St. Peter und Paul in Morchingen gelegen, ist das Maison du Bali Teil des historischen Zentrums von Morchingen und zweifellos das älteste Zivilgebäude der Gemeinde. In seinem jetzigen Zustand hat das Gebäude einen rechteckigen Grundriss auf zwei Ebenen. Die Klappfenster weisen die stilistischen Merkmale des ausgehenden 16. und frühen 17. Jahrhunderts auf. Der Innenraum hat die Verteilung der Originalteile erhalten, konzentriert sich auf einen breiten Korridor. Die Räume im Erdgeschoss haben ihre Decken im französischen Stil behalten. Im Südosten, links hinter dem Gebäude, hat der Raum, der früher als Küche diente, einen großen Kamin mit offenem Kamin und Arkaden, die von vier Säulen getragen werden, bewahrt. Im Flur erinnert ein schmaler Kamin, dessen Haube in die Wand eingelassen ist, daran, dass der Platz früher als Vorzimmer für die Kläger diente, während der große Saal als Sitzungssaal diente.